Als erste Hochgebirgseisenbahn der Welt nimmt die Semmeringbahn eine herausragende Stellung in der internationalen Eisenbahngeschichte ein. Wenn man von der Semmering-Eisenbahn spricht, meint man konkret den Teilabschnitt der Südbahn vom niederösterreichischen Glocknitz ins steirische Mürzzuschlag. Dieses Teilstück wurde erst Jahre nach Eröffnung der Bahnlinie Wien-Glocknitz und Mürzzuschlag-Graz errichtet. Davor mussten die Bahnreisenden den Semmering mit Pferdekutschen überwinden, auf Dauer ein unzumutbares Unterfangen. Außerdem sollte der damals zum Kaisertum Österreich gehörende Adriahafen Triest auf kürzestem Weg erreichbar sein. Und so gab es nicht weniger als 9 Varianten, den Berg mittels Schienenverkehr zu überwinden. Den Zuschlag hat schlussendlich der Venezianer Karl Ritter von Geger bekommen, obwohl sich viele damals nicht vorstellen konnten, dass eine Dampflokomotive die Strecke auf den Berg auch tatsächlich schaffen werde. Nichtsdestotrotz hat Geger halt eine Trasse auch angelegt, da er überzeugt war, dass langfristig das Ziel der Eisenbahn ist, einen durchgehenden Verkehr zu haben, also mit der Lokomotive weiterfahren zu können. Und da gab es verschiedene Varianten, durchaus auch mit dem Hintergedanken, auch geologische Ideen einfließen zu lassen und verschiedene lange Tunnels zu bauen. Einer davon wäre fast schon ein Basistunnel geworden, so durch die Kampalpe durch, also das heutige Reichenau-Tal durch die Kampalpe bei Spital dann wieder raus, war aber wegen der großen Überdeckung und der Bauzeit vor der damaligen Zeit für Tunnel war wirkliche Handarbeit, wäre das Ganze einfach zu lange gewesen. 1854 wurde die erste Gebirgsbahn der Welt, die Semmeringbahn, schlussendlich nach 6-jähriger Bauzeit eröffnet. Im Laufe der Jahrhunderte haben der zunehmende Zugverkehr und die Witterung dem monumentalen Bauwerk massiv zugesetzt. Die Belastungen, die heute auf die Viadukte und die Gleisanlagen einwirken, sind um ein 40-faches höher als vor 160 Jahren. Die 41 Kilometer lange Bahnstrecke sowie auch die Infrastruktur muss daher alle 20 Jahre saniert werden. Diese Wiederinstandsetzungsarbeiten sind am Semmering natürlich weit aufwendiger als anderswo. Geht es doch hier schließlich um eine der technisch beeindruckendsten Bahnstrecken der Welt, die zudem auch gleichzeitig seit 1998 ein weit beachtetes UNESCO-Weltkulturerbe ist. Im Jahre 2015 entschloss man sich dazu, die Viadukte Rumpler, Gamperl und Wagner General zu sanieren. Der Zahn der Zeit war einfach zu übermächtig. Optische und strukturelle Schäden könnten schon bald den Zugsverkehr beeinträchtigen. Ein Unterfangen, das die Planer und die ausführenden Firmen aufs Ganze fordert. Geht es doch dabei nicht nur um optische Kosmetik? In einem Zug sollen bei den anstehenden Sanierungen nicht nur die Gesimssteine detailgetreu restauriert, sondern auch die Gleisanlagen komplett neu aufgebaut werden. Eine heikle Aufgabe, selbst für Experten. Johann Matschi, Steinmetz aus Kapfenberg, stellt sich dieser Herausforderung. Zusammen mit Wolfgang Janisch von POA Bahnbau Steiermark hat er eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, um alle notwendigen Arbeitsbereiche abzudecken. Janisch und sein Team bringen als Bauunternehmer jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den österreichischen Bundesbahnen in das Projekt mit ein. Die Arbeiten haben wir aus folgenden Gründen bekommen. Wir sind als Bohr und meine Wenigkeit besonders lange schon am Semmering tätig und habe in dieser Zeit auch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Die Anrainer, die Umweltbegebenheiten, die Randbedingungen und Zufahrten sehr gut kennengelernt. Eine enorme Herausforderung bei den Sanierungsarbeiten stellt der laufende Verkehr dar. Bis zu 180 Züge pro Tag rollen über den Semmering. Ein Sperren der Strecke auf längere Zeit ist undenkbar,
Auf einem Gleis donnern permanent Züge aus beiden Richtungen an der Baustelle vorbei. Allerhöchste Sicherheitsvorkehrungen sind hier lebensnotwendig. Dieser Arbeitsplatz fordert von jedem Einzelnen höchste Konzentration. Jedoch nicht nur die vorbeirollenden Züge bringen die Arbeiter an ihre Grenzen, auch das Zeitkorsett des gesamten Projektes ist eng gestrickt. Sowohl an der Strecke als auch im Kapfenberger Steinmetzbetrieb von Johann Matschi, wo die Steine größtenteils von Hand saniert werden. Denn schließlich wird jeder einzelne Stein vom Semmering nach Kapfenberg gebracht, dort wiederaufbereitet und exakt an derselben Stelle im Viadukt wieder eingebaut. Ein unglaubliches Unterfangen. Schon allein die Logistik dahinter ist ein Projekt für sich. An die Steine selbst dürfen nur ausgewählte Spezialisten. Die alten Bearbeitungsspuren kann man nur mit der Hand wieder anbringen an den Stein. Da gibt es keine Maschinen dafür. Und darum haben wir Gott sei Dank noch viele alte Steinmetze in unserem Werk, die das Handwerk beherrschen. Und für die ist es wieder ein Eldorado, sagt man dazu, dass sie wieder richtige Handwerkskunst leben können. Bis die Steine aber tatsächlich im Werk von Johann Matschi ankommen, ist es noch ein weiter Weg. Es gilt erst einmal, die notwendige Infrastruktur an der Baustelle zu schaffen. Bei den einzelnen Viadukten müssen beispielsweise eigene Zufahrtsstraßen angelegt werden. Nur so ist es später möglich, mit den schweren Baufahrzeugen auf die Gleise zu gelangen. Jedes dieser drei Viadukte hat eine eigene Transportlogistik. Man kann das so beschreiben, dass man einfach die Zugänglichkeit immer anders gegeben vorfindet. Beim ersten Viadukt zum Beispiel kann man von zwei Seiten per LKW oder gleisgebunden zufahren. Beim mittleren, das ist das Gamperlgraben-Viadukt, ist es nur mit Autokränen von beiden Seiten möglich. Beim dritten Rumplergraben-Viadukt kann man mit mittelgroßen LKW und Hiob-Möglichkeiten auch das Auslangern finden. Nach intensivsten Planungen und den nötigen Vorarbeiten ist es dann soweit. Die tatsächlichen Sanierungsarbeiten an den Viadukten können beginnen. Man wird sich in den nächsten Wochen und Monaten im wahrsten Sinne des Wortes von oben nach unten durcharbeiten. Sonntag, 16. März, kurz nach Mitternacht. Robert Kain von der ÖBB Infrastruktur AG bei den letzten Vorbereitungen zur ersten Doppelgleissperre. Ali? Ja. Servus Josef. Ja. Die Streckengleise sind gesperrt und die Oberleitung zwischen Überleitstelle Eichberg 3 und Bahnhof Breitenstein ist freigeschaltet, nicht geerdet. Hab ich verstanden. Ja. Danke dir. Passt, danke dir. Jetzt kann's losgehen. Heute beginnt die Demontage der stromführenden Oberleitungen. Exakt von 0.35 Uhr bis 5 Uhr früh werden 1,5 Kilometer Leitungen demontiert. Ein knappes Zeitfenster, bei dem jeder Handgriff sitzen muss. Die Oberleitungen sind demontiert. Die eingleisige Betriebsabwicklung der ÖBB läuft wie geplant, die Abbauarbeiten gehen weiter. Jetzt werden die Masten, an denen die Oberleitungen montiert waren, abgetragen. Ein gar nicht so einfaches Unterfangen. In der folgenden Nacht sollen die Gleisfelder entfernt werden. Alles, was jetzt über der Fahrbahn liegt, ist im Weg.
Hier wirken enorme Kräfte. 30 Meter lang und mehr als 6 Tonnen schwer ist jeder der Gleisabschnitte. Es gilt, die Teile möglichst schonend aus dem Gleisbett zu heben, denn schließlich handelt es sich hier doch um ein Weltkulturerbe. Definitiv kein leichtes Unterfangen, wie man sieht. Nach jahrzehntelangem Bahnbetrieb ist das Gleisbett teilweise wie einbetoniert. Ein Spezialkran transportiert die tonnenschweren Gleiselemente schließlich vom Viadukt weg zu einer Lagerstätte, wo sie die nächsten 4 Monate auf ihren Wiedereinbau warten werden. Inzwischen ist es Tag geworden am Semmering. An der Baustelle der 3 Viadukte wird im Dreischichtbetrieb gearbeitet. So kann bereits am Montagmorgen das Schotterbett der Gleisanlagen abgetragen werden. Die minutiöse Vorplanung trägt Früchte. Langsam kommen die Gesimssteine unter dem Schotter hervor. Aber bevor Steinmetz Matschi und sein Team mit ihren Arbeiten beginnen können, muss alles noch millimetergenau vermessen werden. Und nicht nur das. Jeder der insgesamt 1600 Brüstungsmauersteine wird nummeriert und, um den Transport nach Kapfenberg zu ermöglichen, mit einer Tragevorrichtung versehen. Einer der heikelsten Schritte des Projektes steht bevor. Die Abtragungsarbeiten gestalten sich nicht immer ganz einfach. Trotz modernster Hilfsmittel lassen sich die Steine teilweise kaum aus der Verankerung lösen. In solchen Augenblicken wächst die Ehrfurcht vor der unglaublichen Leistung der Arbeiter vor knapp 170 Jahren um ein weiteres Stück. Die Steinmetzer damals haben sehr genau gearbeitet. Das Gefüge zwischen den Steinen war exakt genau, war alles konsequent mit Fugenmasse ausgefüllt. Die Steine haben gehalten. Die Gesimssteine konnten wir im Betrieb gar nicht demontieren, weil sie so gut gelegen sind, dass erst der Gleisschotter abgetragen werden musste, dass wir mit schwerem Gerät die Gesimssteine auslösen konnten. Geschafft. Die Steine am Wagner-Viadukt sind beschädigungsfrei ausgebaut. Nun werden sie für den Abtransport nach Kapfenberg zwischengelagert. Verladen wird in der Nacht. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Wieder ist eine Totalsperre notwendig. Während der Nachtstunden wird dadurch der Zugverkehr weniger beeinträchtigt, als dies am Tag der Fall wäre. Zudem geht es natürlich auch um die Sicherheit. Trotzdem, die Zeit ist knapp. 5000 Tonnen Steine müssen in 2 Nachtschichten verladen werden. Danach geht's für das Mauerwerk ab nach Kapfenberg. März 2019. Die Steine der 3 Viadukte kommen in Kapfenberg an. Die Lage des Steinmetzbetriebes direkt an der Südbahnstrecke ist dabei ein großer Vorteil. Bereits Monate zuvor wurden die Lagerplätze für die Brüstungssteine exakt festgelegt. Bei diesem Projekt
ist Logistik alles. Jeder Stein kommt auf den eigens dafür vorgesehenen Lagerplatz. Für jedes Viadukt ein eigener Sektor. Und jeder dieser Sektoren ist wiederum in drei Bereiche aufgeteilt. Abdecksteine, Mittelsteine und Gesimssteine. Ordnung ist alles. Die Strecke vom Waggon bis zur ersten Station des Sanierungsprozesses ist kurz. Einzeln werden die Steine in den Betrieb gebracht, genauestens vermessen und katalogisiert. Um den Überblick nicht zu verlieren, kommt neben dem traditionellen Steinmetzhandwerk auch modernste Computertechnik zum Einsatz. Es ist eigentlich nicht überschaubar mit konventionellen Dingen. Und deswegen haben wir ein eigenes Computerprogramm geschrieben, um die in etwa 1600 Steine und die Arbeitsschritte in den Griff zu bekommen, tägliche Kontrollen zu haben, weil das enge Zeitkorsett ist schon vorher festgestanden. Man hat gewusst, wann man die Steine demontiert, man hat gewusst, wann sie ins Werk kommen, man hat auch gewusst, wann sie wieder aufgeladen werden müssen und wann sie montiert werden müssen. Szenenwechsel. Während in Kapfenberg die Vorbereitungen zur Aufbereitung der Steine laufen, wird am Semmering an den Viadukten Wagner, Gamperl und Rumpler eifrig gearbeitet. Insgesamt sind 350 Arbeiter bei den Sanierungsmaßnahmen auf und neben den Schienen unterwegs. Während auf der einen Seite die Züge in beide Richtungen rollen, wird auf der anderen Seite das komplette Gleisbett neu aufgebaut. Der Scheitelpunkt der Semmeringbahn liegt bei knapp 900 Meter über dem Meeresspiegel. Hier sind die Sommer heiß und die Winter bitterkalt. Diese Temperaturschwankungen setzen sowohl dem Mauerwerk der Viadukte als auch der Gleisanlage selbst mächtig zu. Man muss dazu sagen, zu Gründerzeiten gab es eine Mittelentwässerung, also in der Mitte der beiden Gleise, die jetzt vorhanden sind. Dies wird komplett umgedreht und so wie bei einem Satteldach, wie jedes Haus über dieses auch verfügen könnte, nach außen abgeleitet. Somit sollte kein Sickerwasser mehr in der Konstruktion bleiben. Über der ersten Untergrundbetonschicht wird eine hochwertige Kunststoffmatte eingebracht. Diese sogenannte Elastomermatte wird in Zukunft die Schwingungen der fahrenden Züge aufnehmen, gleichmäßig auf das Viadukt übertragen und auch für Lärmschutz sorgen. Daneben verlegen die Arbeiter auch gleich das neue Entwässerungssystem und das Stahlgeflecht für die nächste Betonschicht wird vorbereitet. Der neue Oberbau wird zeitgemäß und modern ausgeführt. So versteckt sich unter dem historischen Mauerwerk hochmoderne Technik. ...65 Kilometer südwestlich vom Semmering im steirischen Kapfenberg. Die Steinmetzexperten nehmen jeden einzelnen Stein genauestens unter die Lupe. Schäden werden markiert, dokumentiert und digitalisiert. Wo welche Stellen ausgebessert werden müssen, gibt das Bundesdenkmalamt vor. Laufend wird kontrolliert. Neben dem optischen Erscheinungsbild muss jedoch auch die Wasserableitung am fertigen Viadukt wieder funktionieren. Auch darauf müssen die Steinmetze Rücksicht nehmen. Da im Zuge der Sanierungsarbeiten der Sicherheitsraum neben den Gleisen vergrößert wurde, müssen jetzt auch noch die Brüstungssteine angepasst werden, sprich, die Steine werden mit einer sogenannten Seilsäge gekürzt. Dank der ausgeklügelten Computersoftware und der bereits am Viadukt vergebenen Nummer wissen die Arbeiter in jedem Augenblick, wo sich welcher Stein befindet. Ob Abdeck-, Mittel- oder Gesimsstein, der Sanierungsablauf ist für alle derselbe. Nach dem Zuschnitt werden die sogenannten Vierungen gesetzt.
Gravierungen werden jene steinernen Ersatzstücke genannt, die in die kaputten Stellen des Viaduktsteines eingebaut werden. Dafür passt man die Abschnitte der alten Steine an und bringt sie in eine neue Kontur. So schafft man es, möglichst viel alte Steinsubstanz zu erhalten. Die Viadukte der Semmeringbahn bekommen zudem ihr ursprüngliches Aussehen wieder. Die Ausarbeitung, der Zuschnitt der Vierung, das Kitten und die Überarbeitung der Steine mit Hammer und Meißel dauern in etwa 3 Tage. Nachdem die Vierung gesetzt ist, schneiden die Steinmetze die Steine mit Hilfe einer Konturseilsäge in ihr endgültiges Profil. Präzisionsarbeit ist hier gefragt. Die Stücke müssen millimetergenau aufbereitet werden, sonst passen sie am Ende nicht mehr an ihren ursprünglichen Platz am Viadukt. Danach wird's gebohrt. Damit die Steine mit der Stahlbetonplatte des Tragwerkes verbunden werden können, werden Kernbohrungen angebracht. Durch die Bohrlöcher werden am Viadukt sogenannte Brückenanker geführt. So erreicht man am Ende mehr Halt und Sicherheit. Die letzte Station im Steinmetzbetrieb gilt der Oberflächenbehandlung. Die instand gesetzten Steine bekommen mittels Sandstrahltechnik sozusagen den letzten Schliff. Insgesamt schaffen die Arbeiter in Kapfenberg 3 bis 4 Steine an einem Tag. Nach dem Sandstrahlen ist vor dem Einbau. Die 1600 sanierten Elemente werden verladen und warten auf ihren Abtransport zurück auf die Baustelle. Zeitgleich fahren am Semmering die ersten Betonmischwägen vor. Nach der Abtragung der kompletten Fahrbahnplatte, der Fertigung einer Sauberkeitsschicht und der Verlegung einer sogenannten Elastomermatte beginnt nun schrittweise der Wiederaufbau der Gleisanlagen. Die Arbeiten an den 3 Viadukten laufen parallel im Tag- und Nachtbetrieb. Tonnenweise wird Baumaterial herangeschafft. Wir haben dort also für diese Tragplatte und sonstige Randbauwerke 2500 Kubikmeter Beton zu verarbeiten, 260 Tonnen Bewehrung, Aushub, Schotterbettabtrag vom alten Schotter, 4200 Kubikmeter und vorweg, bevor wir also alle Arbeiten in Angriff genommen haben, haben wir das Tragwerk verbessert. 2500 Kubikmeter Beton für die Tragplatten der 3 Bauwerke. Umgerechnet sind das 300 Mischwagenladungen mit Transportbeton, die angeliefert werden müssen. Beim Viadukt über den Gamperlgraben wird ein Spezialkran eingesetzt. 50 Meter hoch muss der Betonkübel gehoben werden, bis er schließlich entladen werden kann. Hier ist Teamarbeit, Fingerspitzengefühl und Vertrauen gefragt. Der Kranfahrer muss sich zu 100% auf die Anweisungen seiner Kollegen verlassen können. Er selbst hat von seiner Position aus keinen Einblick auf die Abladestelle. Beim Rumpler-Viadukt gehen die Betonierungsarbeiten etwas unkomplizierter über die Bühne. Das kleinste der 3 Viadukte ist lediglich 46 Meter lang. Der Zugang ist ja einfacher. Es ist Nacht geworden. Wieder ist eine Totalsperre notwendig. Nach der Austrocknung der Betonschicht beginnen die Gleisaufbauarbeiten. Die Fahrbahn wird vorgeschottert, der Spezialkran fährt wieder auf. Innerhalb von nur einer Nachtschicht werden die Gleisfelder wieder an ihren ursprünglichen Platz gehoben und eingebaut.
Schon am nächsten Morgen kommt der sogenannte Arbeitszug zum Einsatz. Seit Beginn des Eisenbahnbaues verwendet man Schotter, um den Oberbau mit den Gleisen zu verbinden. Zuerst wird der Schotter abgeladen, danach gehen die Vermesser ans Werk. Ihre Aufgabe ist es, die geometrisch richtige Position der Gleise zu bestimmen. Die Istlage wird mit der Solllage verglichen. Die Stopfmaschine verdichtet den Schotter unter den Schwellen so, dass ein stabiles Grundgerüst entsteht. Denn wenn ein Zug über ein Gleis fährt, wirken enorme Kräfte auf das gesamte System. Inzwischen sind die restaurierten Steine aus Kapfenberg am Semmering eingetroffen. Die Gesimssteine werden gleichzeitig bei allen drei Viadukten eingebaut. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit für das Team von Steinmetz-Matschi gekommen. Sind alle Maße korrekt? Passen die Steine in ihre angestammte Position? Hat man präzise genug gearbeitet? Die Antwort ist ja. Schon die ersten Steine sitzen wie angegossen. Die Arbeiter sind erleichtert. Jeder Stein wird mit Hilfe der Brückenanker mit der Stahlbetonplatte verbunden. Vierzehn Tage lang wird Tag und Nacht im Schichtbetrieb gearbeitet. Jetzt sind die Brüstungssteine an der Reihe. Den Arbeitern wird noch einmal alles abverlangt. Das passt, ja. Das passt. Super. Die millimetergenaue Vorarbeit im Steinmetzbetrieb macht sich auch hier bezahlt. Die Einbauarbeiten funktionieren reibungslos, die Viadukte nehmen langsam wieder ihre ursprüngliche Form an. Für die Baustelle an der Semmeringbahn geht es in die finale Phase. Ab jetzt ist die Strecke für jeglichen Zugverkehr 10 Tage lang gesperrt. Ein knappes Zeitfenster, um die abschließenden Arbeiten durchzuführen. Die letzten Steine werden aufgesetzt. Der sogenannte Lückenschluss wird betoniert. Damit verbindet man die beiden Gleise auf der Fahrbahn. Mit dem Setzen der Masten und der Wiederherstellung des Oberleitungsnetzes sind die Arbeiten am Oberbau dann abgeschlossen. Anfang Juni 2019. Die Züge rollen wieder in gewohnter Weise über den Semmering. Die Gleisanlage inklusive der Viaduktsteine ist komplett saniert, die Zufahrtsstraßen rückgebaut und die angrenzende Infrastruktur wiederhergestellt. Aber nicht für alle beteiligten Unternehmen ist das Projekt damit abgeschlossen. Um die Viadukte im wahrsten Sinne des Wortes auf Hochglanz zu bringen, sind noch einige Arbeiten am Tragwerk nötig. Das gesamte Mauerwerk wird neu aufbereitet. In den nächsten 3,5 Monaten werden an die 40 Steinmetze und Restauratoren parallel an den Viadukten Wagner und Gamperl arbeiten. Ein Teil des Tragwerkes ist als sogenannter Quaderbau ausgeführt. Anderswo wurden Bruchsteine verbaut. Bei den Bruchsteinen gibt es keine regelmäßigen Fugen. Das erschwert die Arbeiten enorm. Nicht zu vergessen, die Steinmetze und Restauratoren sind immer noch der verlängerte Arm des Bundesdenkmalamtes. Neben der Qualität bei der technischen Sanierung legt man natürlich auch höchstes Augenmerk auf die Optik.
Die Fugen werden nun mittels Winkelschleifer geöffnet. Eine staubige, aber absolut notwendige Angelegenheit. Während der letzten 160 Jahre hat hier eindringendes Wasser ganze Arbeit geleistet. An einigen Stellen wurde das Bauwerk richtiggehend ausgespült. Diese Schäden werden jetzt behoben. Zur Neuverfugung nehmen die Experten diffusionsoffenen Kalkmörtel. Dieser ist dem ursprünglichen Mörtel sehr ähnlich. Zusätzlich wurden vor den Steinmetzarbeiten sogenannte schlaffe Anker in die Rundbögen eingebaut. Diese werden nun mit Verpressmörtel verfestigt, um die Statik des Objektes um ein weiteres Stück zu verbessern. Aber nicht nur Wasser hat den Viadukten zugesetzt. Im Laufe der Sanierungsarbeiten wurde klar, das Tragwerk wurde noch nie zuvor gereinigt. Beim letzten Akt der Sanierungsmaßnahmen werden deshalb die alten Schmutzschichten mittels Sandstrahlung abgetragen. Der Herbst ist ins Land gezogen und am Semmering ist wieder alles auf Schiene. Die einzigartigen Viadukte der ersten Hochgebirgseisenbahn der Welt sind generalsaniert. Sie erstrahlen nun wahrlich wieder in neuem Glanz. 350 Arbeiter von insgesamt 12 Unternehmen inklusive der Arbeitsgemeinschaft von Steinmetz Maci und des Bauunternehmens Bohr haben im Zeitraum von März bis November dazu beigetragen, dass Karl Ritter von Gegers Meisterstück über den Semmering auch die nächsten Generationen überdauern wird.